Ein Teil der Ausstellung, dieser große Saal hier, ist den Porträts gewidmet, die beide machten. Beide waren nicht nur fasziniert von der menschlichen Figur, sondern sie war geradezu besessen davon, einen Kopf darzustellen, ein Porträt zu machen. Viele Leute sagen, diese Obsession für das Porträt bei Bacon und Giacometti hat eigentlich was damit zu tun, dass sie eigentlich immer nur ein Selbstporträt machten. Das ist eine Möglichkeit, über die man hier gut nachdenken kann. Hier begegnen sich zwei ganz wichtige Porträts. Eins von Giacometti, eins von Bacon. Eines der faszinierendsten Kopfwerke von Giacometti, wenn man so will, ist sicherlich dieser schmale Kopf, La Tête Mince, das auf das Lieblingsmodell von Giacometti zurückgeht, nämlich sein Bruder Diego. Das ist eine Skulptur, die nicht nur dreidimensional, sondern auch zweidimensional ist. Und das ist eigentlich das Erstaunliche. Die Figur ist flach und voluminös zugleich. Und um das zu erfahren, muss man um die Figur herumgehen. Man muss sie von allen Seiten aus betrachten, muss sie also auch von vorne sehen, um dann diese Flachheit zu erkennen. Man sieht von der Seite, dass sie ein großes Volumen hat. Das ist eine dieser Werke, an denen man sehr gut erklären kann, dass Giacometti einen wirklich, wirklich aktiven Betrachter wollte, jemand, der sich mit den Werken bewegt und der sich also sozusagen aktiv um die Erfahrung dieser Werke bemüht. Auf der anderen Seite haben wir dieses berühmte, faszinierende Porträt von Michel Leiris, also einer der Fixsterne am intellektuellen Himmel in Paris damals. Michel Leiris hatte den ersten Text über Giacometti geschrieben, 1929, hat dann ein berühmtes Buch über Bacon geschrieben, 1974, Francis Bacon oder Vérité criante. Ein Bewunderer beider, der sich wirklich um beider Werk auch sehr verdient gemacht hat, der zum Beispiel auch dafür gesorgt hat, dass die Reste des Ateliers von Giacometti, die Wandmalereien, erhalten geblieben sind, sodass man das heute rekonstruieren kann. In kurzer Zeit wird es ja wieder in Paris eröffnet. Diese schillernde Persönlichkeit von Leiris, der Philosoph, Anthropologe, Schriftsteller war, der sich sehr, sehr stark für die Kunst Afrikas interessiert hat, der sich sehr stark für afrikanische Riten interessiert hat. Wir werden alle in diesem wunderbar, also bis ins Detail ausgearbeiteten, unglaublich farbintensiven Gemälde von Bacon hineingebracht. Ein Porträt, das in natürlich ganz anderer Weise, aber doch dann auch wieder um erstaunlich ähnlich mehr ansichtig ist, wie das Porträt seines Bruders Diego von Giacometti.